Von der Firma Longer 3D habe ich einen Orange 10 erhalten. Dieses Gerät ist für mich der Einstieg in eine neue 3D-Drucktechnologie. Dabei wird lichtempfindliches Harz Schicht für Schicht ausgehärtet. Die Maske für selektives Belichten der einzelnen Lagen wird dabei von einem LCD-Bildschirm erzeugt. An den unbelichteten Stellen in der jeweiligen Lage bleibt das Harz flüssig, dort wo UV-Licht auf das Harz trifft, verfestigt sich dieses. Ist das Harz ausreichend hart, so hebt ein Schrittmotor das zu druckende Objekt um die eingestellte Schichtstärke an und die Belichtungsmaske der nächsten Schicht wird von dem Display generiert. Die Auflösung des Displays beträgt 854x480 Pixel und dieses ist 98x55 mm groß. Somit erhalten wir etwa 8,7 Punkte pro Millimeter, entsprechend 222 Punkte pro Inch oder andersherum, ein Punkt ist etwa 115 Mikrometer groß. Das ultraviolette Licht wird von einer darunterliegenden Matrix aus 4×7, also insgesamt 28 LEDs erzeugt. Der Orange 10 verwendet Licht mit einer Wellenlänge von 405 Nanometer, was im ultravioletten Bereich liegt. Die Polymerisationsreaktion des verwendeten Harzes muss bei dieser Wellenlänge beschleunigt ablaufen, Harz und Drucker müssen aufeinander abgestimmt sein. Während eines Druckes wächst somit das Objekt Schicht um Schicht und taucht dabei aus dem flüssigen Harz auf. Wie zu sehen wird das Druckobjekt kopfüber gefertigt. Ist der Druck abgeschlossen, so muss das Objekt noch nachbehandelt werden. Nach dem Entfernen vom Druckbett muss zunächst überschüssiges Harz abgespült werden. Ich verwende dazu Brennspiritus aus dem Baumarkt, in Wasser ist das Harz nahezu unlöslich. Das gedruckte Objekt ist noch recht weich, um das Harz vollständig aushärten zu lassen, wird ultraviolettes Licht benötigt. Im einfachsten Fall stellt man das Objekt dazu ins Sonnenlicht, ich habe zu diesem Zweck eine mit 75 UV Leuchtdioden bestückte Box angefertigt. Die Vorteile hiervon sind, dass man unabhängig von der Wetterlage und Tageszeit arbeiten kann, sowie dass das Aushärten unter kontrollierten Bedingungen stattfindet. Der Wassertank hält Sauerstoff von dem zu härtenden Harz weitgehend fern, womit verhindert wird, dass die Oberfläche klebrig bleibt. Nach etwa 3 Stunden ist der Druck vollständig ausgehärtet, die von mir verwendeten UV-Dioden sind nicht sehr leistungsstark. Werfen wir einen genaueren Blick auf das Gerät. Geliefert wird der Orange 10 fast vollständig montiert, mit sauber verpackten Komponenten. Lediglich die orangefarbene Abdeckung muss aus 5 Teilen zusammengebaut werden. Die Scheiben werden dabei durch elastische Bänder zusammengehalten. Das maximal mögliche Druckvolumen beträgt 98x55x140 mm und ist somit für eher kleine Projekte geeignet. Als Vorteil ergibt sich ein sehr kompaktes Gerät mit einer Standfläche von nur 17x17 cm bei einer Höhe von 36 cm. Die Elektronik ist in einem sehr stabilen und reparaturfreundlichen Metallgehäuse untergebracht. Nach dem Lösen von 12 Schrauben können die 3 Seitenteile abgenommen werden, womit alle Komponenten frei zugänglich sind. Die Stecker auf der Hauptplatine sind mit Sicherungslack versehen und die Kabel sind sauber verlegt. Das 60 Watt Netzteil, welches 12 Volt Gleichspannung bei bis zu 5 Ampere liefert, ist elektrisch gut isoliert und erwärmt sich im Betrieb nur sehr gering, was für einen guten Wirkungsgrad spricht. Nach dem Einschalten erscheint das Druckermenü auf dem 2,8 Zoll Touchscreen an der Vorderseite des Gerätes, das beim Bedienen häufiger mal einen zweiten oder dritten Versuch benötigt, um auf Eingaben zu reagieren. Der Lüfter ist deutlich zu hören und da dieser nicht temperaturgeregelt ist, bleibt die Geräuschkulisse bestehen. Die Z-Achse ist über eine lineare Führungsschiene aus Stahl gelagert und wird über eine Spindel angetrieben. Das ist der einzige bewegliche Teil der Mechanik dieses Druckertyps. Zum Leveln des Gerätes wird das Druckbett über das Bildschirmmenü angehoben.
Die Wanne wird abgeschraubt. Die Befestigungsschrauben des Druckbetts werden gelockert. Ein Blatt Papier wird auf das Display gelegt. Das Druckbett wird zum Endschalter gefahren. Und die Schrauben des Druckbetts werden wieder angezogen. Dabei muss das Druckbett leicht auf das Display gedrückt werden, damit dieses plan aufliegt. Das Papier sollte anschließend leicht klemmend herausgezogen werden können und das Druckbett sollte parallel zum Display mit einem sichtbaren Spalt ausgerichtet sein. Nun wird das Druckbett wieder angehoben. Und die Wanne für das Harz wieder angeschraubt, womit die Prozedur abgeschlossen ist. Vor dem ersten Druck muss nun nur noch Harz in die Wanne gefüllt werden. Der Orange 10 wird mit 250ml bernsteinfarbenem Harz geliefert. Druckdaten werden von einer MicroSD-Karte in einem leider nicht offenen Format gelesen. Als ersten Test verwende ich eine Beispieldatei auf der mitgelieferten Karte mit dem Namen Bracket. Die finster dreinblickenden Figuren der anderen angebotenen Dateien sind nicht so mein Ding. Die Schutzhaube aus Plexiglas verhindert das Eindringen von Staubpartikeln, blockiert ultraviolettes Licht und hält die Geruchsbelästigung durch verdampfende Bestandteile des Harzes in Grenzen. Luftdicht ist die Abdeckung allerdings nicht. Lediglich um bessere Videobilder zu erhalten, habe ich die Haube nicht aufgesetzt. Die ersten vier Schichten des Druckes werden mit einer Belichtungsdauer von 80 Sekunden abgearbeitet. Vor dem Belichten der nächsten Schicht fährt das Druckbett zunächst einige Millimeter hoch und dann wieder herunter auf die Z-Höhe der nächsten Schicht. Das ist nötig, da das per UV-Licht gehärtete Harz der untersten Schicht an der Folie am Boden der Wanne klebt und von dieser gelöst werden muss. Sind die ersten Lagen gedruckt, so schaltet der Drucker einen Gang höher. Die Belichtungszeit beträgt nun nur noch 6 Sekunden. Die eingestellte Schichtstärke ist 0,05 mm. Bei einer Höhe des Objekts von 20,2 mm ergeben sich somit insgesamt 404 zu druckende Schichten. Für den Auftrag benötigt der Orange 10 insgesamt 90 Minuten. Sinnloses Zeugs zu drucken ist nicht mein Ding, daher gehe ich als nächstes dazu über, Teile für ein Roboterfahrzeug zu erstellen. Selbst mein bislang kleinster Rover besitzt Bauteile, die das Druckvolumen des Orange 10 übersteigen. Was nicht passt, wird passend gemacht. Das Chassis passt zwar gerade so, aber um Stützstrukturen zu vermeiden, wird dieses in zwei Hälften gedruckt. Nach der Vorderseite wird die hintere Hälfte erstellt. Die jeweils 67,5 mm langen Hälften entsprechen 1350 Lagen, was eine Druckzeit von etwa 3 Stunden pro Bauteil ergibt, die hier im Zeitraffermodus abläuft. Betrachten wir die Ergebnisse genauer. Wie angesprochen werden die ersten Lagen mit einer längeren Belichtungszeit gedruckt, damit das Harz gut an der Arbeitsplatte haftet. Bedingt durch Reflexionen des UV-Lichts an der Alu-Oberfläche härtet das Harz deutlich über die Belichtungsmaske hinaus aus und es bildet sich ein dünner Saum rund um die Grundfläche des Druckes. Ferner verschwinden feine Strukturen in den ersten Lagen, die 3mm Öffnungen des Testdruckes sind komplett verschlossen. Diese Schicht ist allerdings nur sehr dünn und einfach zu entfernen. Die feine Gitterstruktur des Testdruckes ist sehr glatt, die einzelnen Lagen sind erst bei sehr genauem Hinsehen auszumachen. Weiße Flecken auf der Oberfläche entstehen durch Aushärten von Harzresten, die direkt nach dem Druck nicht gut abgespült wurden. Dem ein oder anderen dürfte aufgefallen sein, dass sich beim Eintauchen meines ersten Testdruckes im Wassertank eine Wolke aus flüssigen Harzresten gebildet hat, das gilt es durch Abspülen mit Wasser zu vermeiden.
Wer's ganz gründlich machen möchte, verwendet ein Ultraschallbad oder eine spezielle Waschanlage. Als Bastler stören mich diese Schönheitsfehler nicht, mit etwas Schmirgelpapier können diese auch nachträglich entfernt werden. Insgesamt ergeben sich durch die Schichtstärke von nur 50 Mikrometer sehr glatte Oberflächen. Die Qualität der Bauteile ist sehr gut, die beiden Hälften des Roboter-Chassis passen bündig aufeinander. An der Verbindungsstelle ist kein großer Luftspalt zu sehen und die Wände verlaufen hier ohne einen Knick, das Harz verwindet sich beim Drucken nur unmerklich. Auch die geneigten Oberflächen der Räder sind recht glatt, die einzelnen Schichten nur bei sehr genauem Hinsehen auszumachen. Die Spitzenüberhänge des gezahnten Antriebsrades wurden sehr sauber gedruckt. Die Aussparung für die Motorachse musste ich im CAD-Modell etwas vergrößern, das Harz schrumpft beim Aushärten. Die mit 20x26x9mm sehr kleinen Kettenglieder habe ich zum Vergleich mit meinem Ender aus PLA mit einer 0,2mm Düse und einer Schichtstärke von 0,05mm gedruckt. Der Druck aus dem Orange 10 sieht etwas sauberer aus, einziges Manko ist die Brüchigkeit des ausgehärteten Harzes. Die Glieder lassen sich nicht zu einer Kette zusammenfügen, wie es beim Produkt aus dem Filamentdrucker der Fall ist. Nach dem Drucken gilt es, das Gerät wieder zu säubern. Was zumindest bei mir im ersten Anlauf nicht ganz so sauber geklappt hat wie in dem Demo-Video des Herstellers, Routine hilft dabei, die Sauerei in Grenzen zu halten. Die Reinigungsmittel gehen in die Ökobilanz mit ein. Das 3D-Druckverfahren, flüssiges Harz mit Hilfe von UV-Strahlung selektiv zu härten, liefert im Vergleich zu Filamentdruckern deutlich detailliertere Resultate. Nachteilig ist, dass die Drucker aufwendig nachbehandelt werden müssen. Neben dem Harz wird ein Lösemittel zum Spülen benötigt und eine UV-Lichtquelle zum Aushärten ist sehr von Vorteil. Insgesamt ist ein Druckauftrag mit einem Filamentdrucker wesentlich unkomplizierter, bisweilen auch schneller abgearbeitet. Ferner sind die Harze nicht unbegrenzt haltbar. Eine Spule PLA ist auch nach mehreren Jahren noch eine Spule PLA, das Harz aber höchstwahrscheinlich nur noch ein unbrauchbarer Klumpen. Da Objekte mit einer geschlossenen Oberfläche nur mit 100% Füllung gedruckt werden können, ist der Materialverbrauch größer. Die Drucke sind im Vergleich zu Filamentdruckern zwar nicht astronomisch, aber merklich teurer, die Materialien nicht recycelbar und somit weniger umweltfreundlich. Für Anfänger im Bereich 3D-Druck sind daher Filamentdrucker die bessere Wahl. Wer allerdings auf hohe Auflösung angewiesen ist oder bereits Erfahrungen mit Filamentdruckern gesammelt hat und erste Gehversuche mit einem anderen Druckverfahren starten möchte, für den ist der Longa Orange 10 keine schlechte Entscheidung. Das Gerät ist günstig in der Anschaffung und mit den kompakten Abmessungen fällt der Platzbedarf auf der Werkbank klein aus. Der Orange 10 eröffnet dem ambitionierten Bastler neue Möglichkeiten für Experimente rund um additive Fertigung. Alle Infos sowie Fotos in hoher Auflösung der in diesem Video angefertigten und weitere Drucke gibt's wie immer auf meinen Seiten. In diesem Sinne, danke fürs Angugge und bis bald!